Die Keycard Hands-Free macht Ihnen das Leben leichter. Sie müssen einfach die Keycard Hands-Free bei sich tragen und sich dem Fahrzeug nähern, damit es sich automatisch entriegelt. Ein Blinken der Warnblinkanlage, gefolgt von einem Aufleuchten der Standlichter, bestätigt die Entriegelung des Fahrzeugs. Vor dem Verriegeln des Fahrzeugs sicherstellen, dass Türen und Gepäckraum geschlossen sind. Wenn Sie die Keycard Hands-Free bei sich tragen, entfernen Sie sich vom Fahrzeug. Sobald Sie den Empfangsbereich verlassen, verriegelt es sich automatisch. Die Warnblinker leuchten zweimal auf, anschließend ertönt ein akustisches Signal. Das Fahrzeug kann durch Betätigung dieser Taste der Karte auch manuell verriegelt bzw. durch Betätigung dieser Taste entriegelt werden. Durch Drücken dieser Taste können Sie die Beleuchtung des Fahrzeugs aus der Ferne ein- oder ausschalten. Das ist praktisch, um es von Weitem zu orten, beispielsweise auf einem Parkplatz. Mit dieser Taste entriegeln Sie nur den Gepäckraum. Bei Bedarf können Sie den in die Dacia-Karte integrierten Schlüssel verwenden. Sie entnehmen ihn, indem Sie die entsprechende Abdeckung folgendermaßen verschieben. Um an den Schließmechanismus zu gelangen, schwenken Sie die Sperrabdeckung. Sie können die Tür jetzt öffnen. Um Ihr Fahrzeug starten zu können, vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Freisprechkarte im Fahrzeuginnenraum befindet. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schaltgetriebe ausgestattet ist, treten Sie auf das Brems- oder Kupplungspedal und drücken Sie den Startknopf. Beachten Sie, dass Sie bei eingelegtem Gang das Kupplungspedal betätigen müssen, um den Startvorgang zu betätigen. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist, muss sich Ihr Schalthebel in der Stellung P oder N befinden. Treten Sie dann auf das Bremspedal und drücken Sie den Startknopf. Wenn eine der Startbedingungen nicht erfüllt ist, erscheint ein Hinweis auf Ihrem Armaturenbrett.